sie das trinken, der muss ja überall nach, wo sie wollen. Wie sieht denn ich aus? Bin ja ganz blau. Der war hätte er noch gemacht. Ha. Ha, nein. Ha, so gang ich nicht fort. Nein. Das will ich nicht. Guck mal, wie ich aussehe. Ja, sag mal. Das mache ich ja sofort wieder weg. Um Himmels Willen. Das geht ja gar nicht. Da müssen wir sofort die Dosis erhöhen. Ich will nicht so blau sein. Also, ich will kein blauer sein. Ich nehme auf jeden Fall mehr vom Topinambur. Und ich vom Pulver. Mann, ich Uzi. Komm. Das trinke ich nie. Das trinke ich nie. Jetzt nochmal her trinken. Es wird ja immer schlimmer. Gucke mich mal an. Jetzt bin ich alt, Zwieb. Das geht ja gar nicht. So eine freche Person. Und die stinkt wie ein Bock. Um Himmels Willen. Das geht auch nicht. Dann müssen die Dosis nur mal erhöhen. Ja, und die Mikrochips haben wir aufgegessen. Stimmt. Gut aufpasst, Lehrling. Wir brauchen mehr Topinambur und mehr Pulver. Bevor die wieder querläuft, den wir sie mal ein bisschen kontrollieren. Der gefällt den Hose besser wie ein Wolf. Es ist ja ganz klar, dass wir als Erste den Impfstoff kriegen. Natürlich. Wir sind nämlich systemelegant. Ja, genau. Genau. Berlin? Ja? Muss ich den jetzt speziell dosieren, oder? Doch, ein Gläschen. Na ja, das schaffen wir. Ein Gläschen. Müssen wir ja doch hart im nehmen. So. Auf weg. Ja. Alle auf Ex. Lehrling, du auch, los. Oh. Und oh. Los geht's. Oh. Oh. Ja. Oh. Runter damit. Ja, und jetzt? Wer soll denn am nächsten kriegen, mein Spättle? Die sind auch schon 70 Jahre. Ja, die haben ja dieses Jahr Geburtstag. Zuerst kommen die vulnerable Gruppe, wie das heißt. Ne? Wie heißt das? Weil, da haben wir doch einen Hilferuf gekriegt. Ach, stimmt. Jetzt, wo du das sagst. Die Corinna ist doch so gefährlich. Drum bitte mir Hansele um euren Schutz. Denn, wie ihr wisst, sind wir eigentlich im Aussterben bedroht, jetzt hier. Wir von NTV können Ihnen, sehr verehrte Zuschauer, von den phänomenalen Forschungen der Hausacher Narrenpolizei zum Thema Impfstoff berichten. In diesem beschaulichen Schwarzwälder Städtchen hat man es geschafft, einen zu 100% wirksamen VSAN-Impfstoff gegen den Antiphasen-Virus zu entwickeln und ausreichend für alle zu produzieren. Wir befinden uns vor dem Impfzentrum, wo sich bereits die gesamte Bevölkerung zum Impfen eingefunden hat. Hier sehen Sie aktuelle Bilder, unter anderem die Ansprache des nicht sehr vertrauenerweckend wirkenden Hausacher Impfkoordinators
Thomas Eugen von den Laien zur ungeduldig wartenden Bürgerschaft. Dass sich das Verständnis des gewöhnungsbedürftigen Dialektes doch eher schwierig gestaltet, wird er von einem namhaften Kenner des alemannischen Sprachraumes übersetzt. Dank der unermüdlichen und aufopferungsvollen Arbeit der Hausacher Narrenpolizei können wir allen Hausacherinnen und Hausachern ein VSAN-Impfangebot unterbreiten, sodass im nächsten Jahr die Fasnacht bzw. der alemannische Karneval gesichert ist. Besonders käme Ihnen als extrem trinkfest bekannte Eingeborene entgegen, dass das Vakzin in Form einer Schluckimpfung verabreicht würde. Die Impfbereitschaft läge deshalb beim bundesweiten Spitzenwert von 99,8 Promille, wie die Nachrichtenagentur Reuters meldete. Weiter ist es uns gelungen, zusätzliche Impfzentren für die außerstädtische Bevölkerung einzurichten. Diese finden Sie entsprechend der Wirtschaftsstruktur in den gastronomischen Betrieben Landhaus Hechtsberg am Hechtsberg, Gasthaus zum Hirsch Monika Einbach, Gasthaus Käppelehof Osterbach und für den eingemeindeten Ortsteil Gutachturm im Gasthaus Sonne Charlie. Aus organisatorischen Gründen öffnen diese Zentren voraussichtlich erst Mitte März. Zum Schluss ergeht noch ein existenziell dringender Aufruf an einen gewissen Hans, der aufgrund der unsicheren Wetterlage aufgefordert wird, an seinem jetzigen Standpunkt bitte zu verbleiben. Liebe Narren, unsere Polizeigeschichte ist mit dieser 5. Folge nun beendet. Wir hoffen, euch damit etwas Frohsinn und närrische Freude in den derzeit doch etwas tristen Alltag gebracht zu haben. Ein besonderer Dank geht an alle Helfer, Statisten und besonders an Kameraschnitt, Technik, Beleuchtung, Musik, Bewertung, Spezialeffekte und Maske. Alles vereint als Personalunion in unserer Antonia. Passt auf euch auf, bleibt gesund, wir sehen uns beim Impfen, dass wir zusammen nächstes Jahr wieder Fasnacht feiern können. Nari! Naro! Eure